Und weiter geht es bei Sternenkind-Saga. Wir müssen uns hier noch auf dem Rest des Hofes umschauen. Mit den beiden Typen haben wir zum Beispiel noch nicht gesprochen. Die beiden Männer vor uns schienen erregt in ein Gespräch vertieft zu sein. Der Braunhaarige sprach mit ruhiger, gesetzter Stimme. Der Kahlköpfige hingegen brummte nur in kurzen, kruden Sätzen. Okay, gut, also er ist jetzt ruhig und der andere ist kurz und krude. Nee, nee, Donald. Wenn du einen Kreatur-Klöten-Treter-Spielzeug machst, dann gibst du hinten, beim Hüter, deine gesamte Deckung preis. Schon richtig. Aber das Spiel wird offensiv gewonnen. Wenn du mit Estiala Wampentausch kommst, dann hast du aber die perfekte Balance zwischen Angriff und Verteidigung. Spielst dir ist Folge. Trinberger, Trinngrund. Gut. Ich kenne nun wirklich fast alle, nein, alle militärischen Manöver durch die Erzählungen meines Vaters. Aber diese sind mir vollkommen fremd. Also mir nicht! Dann handelt es sich augenscheinlich um Küchenrezepte. Arson lächelte, schmallippig in sich hinein. Scheiße, nein, die Jungs reden von Orkball-Spielzügen, ist doch sonnenklar. Orkball. Können wir nochmal individuell mit ihm reden? Bin aus Kerfrek. Spiele Orkball als Bester meines Landes. Okay, damit er wahrscheinlich sowas ähnliches sagen. Grüße. Wir sind derzeit in Verhandlungen der Mannschaft Rache Ravinia. Jene stellen ihren Kader für nach dem Krieg zusammen mit meinem Freund Domnal und ich. Nun ja, wir gingen mit dem Gedanken schwanger, dass wir in jeder Hinsicht eine brauchbare Partie wären. Nun ist es alleine an der Mannschaftsführung, sich zu entscheiden und wir haben zu warten. Okay, gut, sagen leider nichts Interessantes, sind einfach nur für den Flavor da. Über diesen Fässern kann man nicht interagieren! Schrecklich. Mit dem Baum auch nicht, ich will interagieren. Nähre der Wolfsschenkel. Hey, Brüder, Schwester, kommt vorbei! Die zwei Götter zum Gruße. Woher kommst du? Dein Akzent klingt merkwürdig. Ich wünschte, sowas würde man erfahren, bevor man mit ihm gesprochen hat. Merkwürdig? Ich nähere bin. Ich heimat nördlichst... Okay, er ist wirklich aus dem Norden. Mein heimat nördlichste Himatelonia und man mir gesagt, in Karadon nur beste Geschäfte machen. Hey, jungen Rekruten, aber ruhig sein. Ich geworfen wurde aus der regulären Region in Telonias und zu reisen durch Wälder Karadons und zu verkaufen meine Waren. Aber dumm, Feinde streifen durch Wälder, also Drachenhalle, mir und andere Händler, alle erlaubt, hier in Kaserne findet Zuflucht. Oh, was kannst du uns denn anbieten? Waffen sicherlich nicht, oder? Hey, Meister Wolfschenkel hat mir die Resen sind Getränke. Man hat mir gesagt, nicht verkaufen an Soldaten und Rekruten, ich aber spreche Sprache so schlecht. So, ihr könnt feuchten eure Kehle nach Rattenkampf, hey. Das ist in der Tat keine schlechte Idee. Die anstrengenden Kämpfe zehren an den Kräften und ein kühler Schluck zur rechten Zeit dürfte helfen, mit der neuen Motivation den Kampf mit besonderen Aktionen zu beenden und zu vereinfachen. Hey, aber ja, ich euch mache nur beste Preise, um zu entehren, als die Rekruten nicht kleines Geschenk bedient euch, nehmt nur 4 Flaschen Hopfenbräu halten. Nun aber besser weg, schnell! Wache soll nicht sehen, dass ich verkaufe Bier an euch. Kommt wieder, wenn Kehle trocken. Dann aber müsst ihr zahlen, selbstverständlich. Hab Dank für dieses Geschenk, Telonia. Okay, können wir jetzt nochmal mit ihm reden, oder? Okay, gut, jetzt können wir theoretisch was bei ihm kaufen. Haben wir allerdings kein Interesse dran. So, dann reden wir doch mal mit dieser Frau, die ja so hektisch durch die Gegend läuft. Eine jüngeren Alkandors ohne Namen. Alkandor zum Gruße, junge Rekruten. Zurzeit sind wir drastisch unterbesetzt, was die Wachen hier betrifft. Ein Großteil der Krieger und Soldaten befindet sich im Einsatz. Okay. Schade. Ich bin ehrlich gesagt... Genau, bei dem sind wir ja im letzten Part nicht weitergegangen, weil wir dachten, der könnte irgendwas Cooles machen. Na, junge Freunde, was träumt euch auf diese Zinn? Ihr wollt mir doch nicht etwa bei meinem langweiligen Kasernengang Gesellschaft leisten, oder? Verzweifle nicht, tapferer und standhafter Soldat. Auch in dem, was du tust, liegt eine große Wichtigkeit. Und du musst noch nicht einmal den schönen Dingen dieser Welt versagen. Denn in Ruhe und Muse kannst du den Himmel betrachten, die Sonne erspüren und dem Gezwitscher der Vögel lauschen. Schade, dass man von ihm keine Antwort zurückbekommt oder zumindest irgendwie so einen Gedankengang. Denn, ich meine, die Leute hier mögen zwar alle so ein bisschen sonderlich reden, aber Haki als Barde oder was auch immer, ja, ich spiele ihn ja so mehr oder weniger als so eine Art, naja, so eine Art Barde-Dieb-Mischung irgendwie. Ich meine, Barden sind ja zumindest in D&D-Spielen sowieso so ein bisschen Diebe. Na gut. In diesen Fässern befindet sich die wahrscheinlich gemeinste und ekligste Flüssigkeit, die man sich vorstellen kann, um sie auf den Köpfe der Feinde rieseln zu lassen. Elfenpisse!
Genau genommen handelt es sich um Pech, welches am Leibe haften bleibt und beim Anzünden jeden Feind in eine menschliche, vor Entsetzen kreischende Fackel des Todes verwandelt. Schon gut, Arson, wir haben verstanden. 100 deiner Freunde sind daran gestorben und so weiter und so fort. Ich wollte doch nur einen Spaß machen. Krieg ist kein Spaß. Einen Krieg zu gewinnen schon. Und für uns Caradonier gehört der Sieg zum Krieg irgendwie dazu. Ha, ja, wie man an den jüngsten Ereignissen sehen kann. Spaßverderber. Bitte, nochmal lauter. Ich sagte, Elfenmörder. Ja, genau. Okay, das finde ich jetzt aber gut. Schaut mal her, ein Spruch mit Elf. Den Spruch hatten wir schon, Bärenringer. Ein vollkommen leerer Krug. Und das ist wahrscheinlich nochmal ein Krug mit Elfenpisse. Was ist denn das da vorne für ein Geschrei? Und wenn du dich auf den Kopf stellst, Fenja, ich weiß doch, was ich gesehen habe. Du verdammter orkischer Schwindler. Was du erzählst, kann niemals wahr sein. Der Räuberhauptmann Edel wurde seit fast Jahrhunderten nicht mehr in Caradon gesehen. Und selbst wenn, hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie unglaublich alt der Mann inzwischen sein müsste? Völlig undenkbar, dass er sich immer noch in unseren Wäldern herumtreiben soll. Aber Fenja, ich schwöre es dir, ich war vor einigen Tagen auf einer Patrouille durch den Wald und urplötzlich ist es eisig kalt geworden und dieser grausige, unheimliche Bodennebel ist wie eine Geisterseele erschienen. Und ehe ich mich versah, stand da diese große, unheimliche Gestalt mit einer tiefschwarzen Henkersmaske und einer großen Axt. Genau so hat es mir meine Mutter immer den schrecklichen Räuberhauptmann Edel beschrieben in ihren gruseligen Geschichten. Daran hast du dich... So habe ich sie ja gar nicht gesprochen. Daran hast du dich... Da hast du dich bestimmt nur getäuscht. Du kannst doch die Geschichte des Edels. Über viele Jahre hat er unsere Wälder terrorisiert und unsicher gemacht, bis er dann schließlich vor fast 100 Jahren so urplötzlich verschwand, wie er gekommen war. Man hat jedoch niemals seine Leiche gefunden, noch erfahren, was dem finsteren Mordbuben zugestoßen ist. Du kannst ihn also nie und nimmer gesehen haben. Er müsste schon lange tot sein. Bei Alcando, ich schwöre, dass ich ihn gesehen habe. Ich setze keinen Fuß mehr in den Wald. Ein weiterer Nebenquest? Fenja will mir einfach nicht glauben, was ich gesehen habe. Was hast du denn gesehen? Dann hört mal zu. Als ich vor einigen Tagen auf einer Patrouille durch den Wald und urplötzlich ist es eisig kalt geworden. Und dieser grausige, unheimliche Bodennebel ist wie eine Geisterseele erschienen. Und ehe ich mich versah, stand da diese große, unheimliche Gestalt. Mit einer tiefschwarzen Henkersmaske und einer großen Axt. Genauso wie meine Großmutter immer den schrecklichen Räuberhauptmann Edel beschrieben in ihren gruseligen Geschichten. Aber Fenja will mir nicht glauben, weil sie denkt, dass Edel schon lange tot sein müsste. Dabei weiß doch jedes kleine Kind, dass der Räuber Edel kein normaler Mensch war. Aber ich glaube, ich erzähle gar nichts mehr. Hier glaubt mir doch eh keiner. Wir versuchen mal zu überreden. Hey Daron, mir kannst du vertrauen. Ich schenke deinem Wort Glauben. Also, was genau trug sich damals hinzu? Nun gut. Viel gibt es da nicht zu erzählen. Aber ich kann euch sagen, wo ich all das erlebt habe. Und zwar war das ein paar Meilen westlich von kleinen Dörfchen Eichengrund. Ich schwör's bei Turinia. Da werden wir dann wahrscheinlich erst später hinkommen, weil so momentan können wir die Drachenhalle ja, glaube ich, noch nicht verlassen. Daron spinnt. Er hat wahrscheinlich ein bisschen was getrunken und dann Geister gesehen. Edel ist meiner Meinung nach schon lange tot. Und mit ihm seine grausamen Morde und Überfälle in den Wäldern. Ja, das werden wir dann später noch herausfinden, ob wir hier weiter können. Ja, sie steht einfach nur rum. Eine Wächterin. Oh nein, das ist ja jetzt ein Mann. Hatte nicht vorhin eine Frau dasselbe Charset? Ich glaube, ich renne nochmal den Weg zurück und gucke mir das nochmal an, weil... Kann's doch gar nicht geben. Na, Freunde, was schaut ihr denn so? Dieser Platz hier ist in Caradon wohl bekannt. Denn es ist die einzige Stelle in der ganzen Drachenhalle, in der die verfluchten Orken vor fast 20 Jahren durchgebrochen sind. Damals waren fast alle Krieger, also eigentlich jeder, der ein Schwert halten konnte, ausgezogen, um die Brüder und Schwestern im umkämpften Kreti zu unterstützen. Zurück blieben nur die Alten, Schwachen und die Verwundeten. Es ist eine legendäre Geschichte, aber jene wenigen Verbliebenen haben eine ganze Truppe orkischer Invasion zurückgeschleudert und vernichtend geschlagen. Welch göttliche Fügung, dass diese verdammten Schwarzpelze rechtzeitig entdeckt werden konnten. In der Tat, seltsam genug, denn für diesen Mauernabschnitt war damals kein einziger Soldat eingeteilt worden. Trotzdem hat jemand in dunkelster Nacht die Alarmglocke geschlagen. Als die Verteidiger jedoch eiligst hier ankamen, war keine Menschenseele zu sehen. Nur die Orken, die in Geister nach oben blickten und zögerten, überhaupt anzugreifen, als hätten sie einen Geist gesehen. Noch heute heißt es, dass man in höchster Not und schwer verwundet auf diesen heiligen Boden Dinge sehen und erfahren kann, die alleine den Weisen und Propheten vorbehalten bleiben sollten. Doch mit den alten Legenden verschwanden die alten Artefakte. Und niemand erinnert sich heute noch an solche Geschichten. Der alte Schlegel für den Gong ist ebenfalls fort. Und in wenigen Jahren wird auch von mir nichts mehr übrig bleiben. Ich habe in diesem Part übrigens schon zwei Rechtschreibfehler gefunden. Statt einem, einen. Und hier war gerade eben niemand groß. Also im Sinne von der niemand. Ich denke nicht, dass man jemand groß schreibt, oder? Ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht, aber...
Also der Niemand, klar, aber niemand hat es gehört? Also ich meine, wenn man es groß schreibt, dann würde man implizieren, dass es jemand gehört hat und dieser jemand war niemand. Ne? Nordwestturm. Wie die Spitze eines Speeres ragst du in das Himmelszelt. Ach ja, genau, ich wollte ja nochmal fix zurückgehen, weil das ja relativ schnell geht. So sieht der Dude also hier aus, ne? Und es ist doch definitiv eine Frau. Und wenn ich jetzt zurückgehe... Moment... Moment... Dann... Also es ist nicht... Sie hat auf jeden Fall ein rotes Gewand an. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Ich glaube, er trägt ein blaues. Ja, er trägt ein blaues, aber es ist trotzdem... Ich sage jetzt mal dasselbe Face-Set in dem Sinne, ne? Also ich meine, das ist halt das Chipset, nur eben leicht editiert. Und auch hier unten auf dem Tisch hätte mir noch irgendwas gefallen, mit dem die NPCs interagieren. Ich meine, warum zum Teufel sollten die einfach auf der Zinne an einem Tisch sitzen und laut diskutieren? Gibt für mich einfach keinen Sinn. So, ja, der Dude hier verspätet uns den Weg. Du kommst hier nicht rein. Hier kommt niemand rein. Solange ich den neuen Wachplan nicht in den Händen halte, werde ich verhindern, dass sich irgendwelche Rekruten hier einschleichen. Schade. Ein mächtiger Götterdrache. Was ist denn hier geschehen? Mit großer Sicherheit genau das, was ich befürchtet hatte. Nun, da alle Soldaten sich unter dem Banner Caradons versammelt haben, um nach Bergenturm zu ziehen, scheinen unsere alten Blutfeinde, die Orkstämme, ihr größtes Ziel zu wittern. Mir scheint, als hätten sie sich nun geeint und die Zerstörung hier zu zeigen. Und hier. Oh, also, jetzt geht's gerade schon wieder überhaupt nicht. Gibt's doch gar nicht. Mir scheint, als hätten sie sich nun geeint und die Zerstörungen hier zeigen, dass sie es mit dem Angriff auf die Drachen alle ernst meinen. Gütiger und geliebter Aas. Gibt es denn nichts in dieser Welt, das noch von reiner Schönheit ist? Man scheint die Schrecken des Krieges an jedem Ort heraufbeschwören zu wollen. Ja, da wollte ich gerade eben genau das Gegenteilige sagen. Nicht von schöner Reinheit. Quatsch, nicht von reiner Schönheit, sondern von schöner Reinheit, genau. Ich denke, dass die Angriffe durch die Orks jederzeit schlimmer werden könnten. Unsere Schwäche entstanden durch die zahlreichen Todesfälle auf Bergenthorn. Hat sich allmählich selbst in den Trennbergen rumgesprochen. Und die Orken strömen zu Dutzenden aus den Bergen, um sich dieser Möchtegern-Belagerung hier anzuschließen. Noch können sie uns nicht umschließen und unsere Bogenschützen halten blutige Ernte unter dem Orkenpack. Aber wenn es noch mehr werden, dann kann es sein, dass wir irgendwann umzingelt sind. Okay, cool. Also heißt das, während wir uns im Krieg gegen die Wölfe befinden, greifen auch gleichzeitig die Orks hier an. Oh, schon wieder Gegenstände, mit denen wir nicht interagieren können. Alcander zum Gruße, Rekruten. Ich bin Warm von Wulfgars Pionieren. Wir sind nun schon seit 2 Jahren... Wir sind nun schon seit 2 Tagen ununterbrochen im Einsatz und versuchen in Akkordarbeit die Verteidigungsanlagen für die Drachenhalle anzufertigen, damit wir uns bald dieser Orks erledigen können. Lange geht das mit Sicherheit nicht mehr gut. Ich muss wirklich ein bisschen langsamer lesen. Verdammte Axt! Mach das verfluchte Katapult fertig! Warum? Wo sind diese Elfen verfluchten Eisenstifte, die du hättest von Wulfgar besorgen sollen? Muss ich den hier wirklich alles alleine machen? Verfluchte faule Saubande, ich... Was kann ich für euch tun, Caradonia? Schaut mich nicht so fragend an. Die Orks setzen uns ohne Unterlass zu. Mein Bauer, der Wulfgar, hat mich allein mit diesem Chaos hier zurückgelassen und vergnügt sich stattdessen mit einer Arsgeweihte namens Samira im Turm. Ja, darin sind die Gewalten des heiteren Gottes ungeschlagen. Scheinen wohl keine Rücksicht auf die Belagerung hier zu nehmen, ihr Spieltrieb. Wie dem auch sei. Ich habe die Scheiße hier am Hals und wenn mich kein Katapultgeschoss des Feindes niederstreckt, dann springe ich bald freiwillig von den Zinnen. Okay, gut. Sprich, wir müssen für ihn noch den anderen Typen suchen. Tag ein, Tag aus stehe ich immer auf Wache. Immer dieselbe Leier. Warum darf ich denn eigentlich nicht mit den anderen Soldaten ausrücken und Garsisch verprügeln? Stattdessen harre ich hier aus, mitten im Wahnsinnsbeschuss durch die verfluchte Orkenbrut. Ja, werd lieber von dem Garsisch getötet. In diesen Kisten befinden sich Pfeile und Steine, damit wir uns im Falle einer Belagerung verteidigen können. Und leider nochmal dasselbe, schade. Können wir... Aufpassen! Orkischer Katapultbeschuss! Oh, es ist Vincent. Oh, cool. Bei Alcandor! Ihr orkischen Bastarde! Lernt ziehen, wenn ihr uns schaden wollt! Haha, ich liebe es, diese orkische Brut zu provozieren. Die können einfach gar nichts. Geliebter Aas. Wie viele Helden müssen in den Liedern der Trauer und zu den Melodien großer Verluste noch gesungen werden, bis diesem Morden Einhalt geboten wird? Wann endlich ist es mit diesem Grauen und diesem schicksalsweinenden Krieg der fatalen Schrecken ein Ende?
Tja, der Vincent, der hat in dem Spiel nicht lange überlebt. Das ist wieder derselbe Text. Hätte man ihn nicht noch irgendwie looten können? Aber das ist schon eigentlich eine witzige Szene, dass der Typ hier gestorben ist. Auch wenn Tod natürlich nicht witzig ist, aber... Oh, Eda, Kerl und Weibsbild, wie findet ihr meine Süßen? Ich sehe hier keine Frauen. Frauen? Verdammt noch eins, ich spreche von meinen beiden 45er Stein-Fernzerstörungsabwurf Einheiten aus karadonischer Steineiche. Damit zerstöre ich jede Burg und jeden Elfen sogar aus ihren Löchern. Alles klar, Kumpel. NPC... Oh, gnadenreicher Aas. Was für ein prachtvolles und majestätisch anmutendes Land. Welch gülden Glanz der Sonnenscheibe fällt auf deine Erde. Welch warmer Wind küsst deine Flur. Steinern sind deine Gebirge und wild der Wuchs deiner Bäume. So will ich es dereinst bereisen, vom Scheitel bis zur Sohle, um all deine Schönheit kennenlernen zu dürfen. Hat sich gelohnt, dass die dafür rausgekommen sind aus sich? Die zwei Götter zum großen Kameraden, ich bin Christian, der Steinschnitzer. Ihr fragt euch nun mit Sicherheit, was ein Steinschnitzer ist. Nun, ich will es euch sagen. Da ich im Kampf gegen die verdammten Orkenbrut meinen linken Arm verloren habe und nun nicht mehr als Steinmetz arbeiten kann, bin ich nun Steinschnitzer, das heißt, ich behaue einen großen Stein, damit Rodka sie für seine geliebte Katapulte benutzen kann. Die verdammten Schwarzpelze haben direkt vor unserer Mauer ein Lager errichtet, in dem sie sich eingenistet haben und mit Sicherheit den nächsten Schlag gegen den Drachen alle planen. Hey, tut ihr mir einen Gefallen und bringt diese Steine zum Richtschützen? Wir helfen gerne. Sehr gut, er kann, du magst vergelten. Hier sind sie schwer. Pass auf. Wow. Die sind wirklich schwer. Und das war auch cool, wie die Vögel weggeflogen sind. Oh, durch die gesamte Drachenhalle wollte ich diese Steine aber nicht schleppen. Aha. Ach, und deswegen geht er jetzt wieder zurück. Na gut. Dann muss ich wohl den Umweg nehmen. Oder zu... vielleicht müssen die auch zu dem. Hey, da Kerl und Weibsbild, wie findet ihr meine... Okay. Nochmal derselbe Text, also ist er es auf jeden Fall nicht. Ich hasse es! Er hat denselben Text gelabert und jetzt geht's ja trotzdem weiter. Also, ist er es doch, okay. Verdammt noch eins! Bist du von Sinn? Sag doch beim nächsten Mal direkt am Anfang, dass du einen anderen Text hast und fang nicht wieder mit dem alten Geschwurbel an. Seit ich ein kleines Kind war, habe ich davon geträumt, eines Tages mit solch einer Kriegsmaschine dem Feind die Schande und Schmach heimzuzahlen. Was muss ich wissen? Hey, da ein Kenner, was? Du hast das Herz am rechten Fleck, mein Freund. Pass auf, du wählst als erstes den Stein aus, mit dem du feuern willst. Sandstein ist recht porös, das heißt, er zerbröselt an Gebäuden. Töte dir doch den Feind, wenn er trifft. Marmorkugeln sind ein wenig härter und ich schlage wenigstens Holz, um so den Feind dahinter zu zerschmettern. Die verflucht teuren Granitkugeln hingegen lassen den Weltuntergang auf den Feind regnen, denn keine Wand kann den geballten Wucht dieser todbringenden Geschosse widerstehen. Und so kannst du selbst Steinwände durchschlagen. Nach der Wahl deines Geschosses zielst du in die Luft, da dein Stein ja ballistisch durch die Luft fliegt und dann betest du, dass er dem Stein sein stinkendes Licht ausbläst. Die Belagerung können wir doch nur sprengen, wenn wir eine bestimmte Ansammlung von wichtigen Gebäuden komplett zerstören, um die Moral der Orks zu brechen. Ich bin mir jedoch sicher, dass auch die Zerstörung dieses Nachschubs zum Sieg führen kann. Dies erfolgt, wenn wir zwei ihrer kriegswichtigen Bauwerke vernichtet haben. Zu den Gebäuden des Nachschubs zählen die Wohnhütten, die Kaserne, die Zwingfeste, die Schamanenfestung und die Sklavenpferche. Um den Orks genug Angst einzujagen, müssen zwei davon dem Erdboden gleichgemacht werden. Puh, Wall of Text. Zu den religiösen Gebäuden zählen die Statue, der Brunnen, der Altar und der Tempel der Mistkerle. Wenigstens drei von den vier religiösen Gebäuden sollten wir zerstören. Wir sind schon eine Weile hier, lief aber noch nicht so gut. Es tut mir zwar in der Seele weh, dass wir solcherlei grausame Mittel und Wege einsetzen müssen, um den Frieden zu wahren, doch es muss sein. Arson, du spannst das Katapult. Haki, du schneidest neue Riemen zu. Und Gorath, du lässt die Hölle auf den Feind hinniedergehen, während ich ziele. Bereit? Bereit! Du bist die Kriegerin, meine Freundin. Das dürfte eine perfide Rache für Christian sein. Legen wir also los. Mit welchen Steinen wollen wir den Orken einheizen? Oh Gott. Oh, ich habe absolut keine Ahnung, was ich nehmen soll. Okay, wenn ich Escape drücke, dann nimmt er das oben. Was zum Teufel soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt einfach nur feuern oder was? Dann feuere ich einfach mal.
Lass die Steine fliegen! Mal gucken, was ich jetzt treffe. Nichts. Oder doch? Ein Treffer! Ein Ohrkrieger wurde getroffen und getötet! Nicht schlecht! Nicht schlecht, Rotzschieber! Dieser Treffer ist mir 25 Goldstücke wert! Oh, nett. Ich drücke einfach nochmal Escape. Und dann geht's natürlich zurück. Okay, dann probieren wir es nochmal. Beim letzten Mal habe ich Escape gedrückt. Das heißt also, von einem haben wir jetzt 8. Wir probieren es einfach mal so. Mal gucken, ob wir irgendwie die Kirche treffen. Das Orkdorf sieht auf jeden Fall ziemlich zivilisiert aus. Verzögliche Schuss, meine jungen, talentierten Freunde. In diesen Mauern soll deren Schamane hausen. Lass ihn nicht zur Ruhe kommen und setz ihn weiter zu. Bald hat er nichts mehr vor, wo er sich verstecken kann. Hier, jetzt Lohn für deine Mühen. 50 Goldstücke. Okay, cool. Und das Ding hat auf jeden Fall... Dann fangen wir nochmal... Okay, es war scheinbar doch kein Sandstein. Probieren wir es mal so. Mal gucken. Okay, dafür ist die Munition zu schwach. Okay, also es ist Granit, den wir genommen haben. Gut. So, dann probieren wir es mal so. Mal gucken, ob das geht. Wobei, ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu weit links, oder? Nee. Sehr gut gemacht, mein junger Freund. Das ist die Kaserne dieser Brut. Damit dürfte Ihnen das Taktieren etwas schwerer fallen. 150 Goldstücke. Okay, die Kaserne scheint schon mal ziemlich im Arsch zu sein. Im Arsch. Dann machen wir mal so. Mal gucken, ich muss ja noch irgendwie diesen linken. Das sieht gut aus. Was denn, mein Junge, was sollte das denn werden? Denkst du, der Schamane, der in diesem Gebäude wohnt, haust unter dem Dach? Versuche den Turm zu treffen, du Elfengesicht. So ein Arschloch, ey. Ich habe auch versucht, den Turm zu treffen. Ey, da könnte ich mich aufregen, wenn ich so einen Kommentar höre. So ein Wichslappen, ey. Probieren wir es mal so. Oh, dann... Ein bisschen weiter rechts muss ich noch gehen. Ja, das war nichts. Das habe ich auch gesehen. Oh Gott. Probieren wir es nochmal hier. Das war echt... Das war ja echt ganz knapp daneben. Ich hoffe, ich kriege diese Position jetzt ungefähr nochmal hin. Damit ich... So, das war hier ungefähr. Also schieße ich einfach mal hier hin. Das müsste es jetzt eigentlich sein, hoffe ich. Ja. Verzüglicher Schuss, mein junger, talentierter Freund. In diesem Mauern soll deren Schamane hausen. Wir müssen aber nochmal drauf schießen. Allerdings noch ein bisschen weiter nach oben. So. Letztes Mal war es hier unten. Ich probier's einfach mal hier. Oh. Ey, sag mal, das gibt's doch gar nicht. Komm schon, jetzt muss es aber treffen. Das ist ja hervorragend. Verzüglicher Schuss. Immer weiter draufhalten und gib die Steine, bis ein maroder Turm in Trümmern liegt. Okay, das sollten wir hinkriegen. Mal gucken. Ich denke mal, einmal müssen wir noch. So, hier. Müsste das... Ich hoffe, das haut hin. Nicht, dass wir jetzt drüber schießen. Sehr gut. Geht's doch nicht. Wir müssen immer noch weiter draufhalten. Oh Mann, ey. Ich hoffe, Marmor ist auch stark genug. So, hier müsste das gewesen sein. Sag mal, das gibt... Wir müssen jetzt natürlich... Vor allem, wenn ich die Kommentare von diesem Arschloch höre, ja, dann... Also dieser komische Rotgar hier... Oh, das haben... Okay, also das ist ja wirklich... Ich weiß nicht. So, dann probieren wir es mal hier... Okay, noch ein Feld weiter rechts. Oder, wir müssen wahrscheinlich noch die Spitze treffen.
Ich probiere es einfach mal von ganz oben. Das ging jetzt natürlich total daneben. So ein Quatsch. Na gut, ich werde jetzt in diesem Part auf jeden Fall noch das Minispiel hier machen. Parts dauern auf jeden Fall erstaunlich lang. So, dann gucken wir mal, was wir hier treffen. Das haben wir schon beschossen. Aha. Wenn mir das Spiel wenigstens irgendwie einen Tipp geben würde. Das war zu weit oben. Dann probieren wir es nochmal hier. Aber das haben wir schon beschossen? Aber ich habe keine Ahnung, wo ich hinschießen soll. Irgendwie stresst mich dieser Quest. Das ging jetzt natürlich völlig daneben. Okay, ich schieße nicht mehr auf diesen blöden Mittelturm. Ich habe jetzt echt keine Lust mehr. Das wird mir langsam echt zu blöd. Ich will zumindest irgendetwas niederstrecken. Ich meine, am Ende verkacke ich den Quest natürlich. Ey, das gibt's doch überhaupt nicht. Was ist denn das für eine Kollisionsabfrage? Okay, wir haben wirklich fast nichts mehr. So, dann schieße ich mal hier direkt auf diese komische Wolke. Okay, das haben wir auf jeden Fall getroffen. Ah, die Mannschaftsunterkünfte, keine schlechte Sache, das Pakt schlafen an den Betten zu töten. Aha. Ja, keine Ahnung, also irgendwie ist das... Die Idee ist witzig, aber die Ausführung ist irgendwie dämlich. Vor allem jetzt habe ich nur noch die niederste Munition, Sandstein. Dann kann ich einfach nochmal versuchen, hier auf das Haus drauf zu halten. Mal gucken, ob ich treffe oder ob es daneben geht. Geht natürlich völlig daneben. Logo. Ein Treffer. Ein Goblin-Sklave. Ja, dann probieren wir es. Warte mal, die Wolke. Machen wir mal hier. Das war jetzt ungefähr auf Höhe der Wolke. Oh ja, die Munition ist zu schwach. Also heißt das, mit Sandstein können wir lediglich... Mit Sandstein können wir lediglich Menschen töten? Oder Orks, beziehungsweise in diesem Fall? Ja. Überall auf den Straßen stehen irgendwelche Ohrkrieger rum. Naja, wir machen es jetzt einfach mal nochmal und... Wir haben ja sowieso nicht mehr besonders viel Munition. Und vielleicht treffen wir ja dieses komische Lagerfeuer hier. Ein Elite-Ohrkrieger. Gibt uns aber auch nur 50 dafür. Naja, wenigstens ist die Musik ziemlich cool. Auch wenn mich dieses Minispiel hier gerade echt ziemlich stresst. Mich würde auf jeden Fall eure Meinung dazu interessieren, was ihr von diesem Minispiel haltet. Hat es jetzt überhaupt irgendwas gebracht? Ich habe ehrlich gesagt gerade gar nicht gelesen, ob es überhaupt irgendwas... Ja, okay, gut. Leute, ich werde... Also ich finde dieses Spiel hier einfach schlecht umgesetzt. Ich habe kein Interesse mehr daran. Wir sind jetzt Gnade mit den Orken auf jeden Fall. Wir haben auch schon ein bisschen Gold bekommen oder ja, Geld, was auch immer. Wir sehen uns dann beim nächsten Part von Sternkind-Saga wieder. Bis dahin!